Moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Nomad Survival. Wir haben beim letzten Mal versucht, den Charakter freizuschalten, indem wir besiegen die ersten drei Feinde, während wir auf den Opferkreis stehen. Allerdings hat der Ganze gar nicht so gut funktioniert. Ich denke, das liegt auch vielleicht daran, dass wir den falschen Charakter genommen haben. Kann vielleicht liegen, weil ich glaube... Also ich würde das heute tatsächlich nochmal versuchen, aber mit einem Charakter, der vielleicht besser dafür geeignet ist. Wobei ich gedacht habe, echt, du, diese 9999, die knallen rein. Aber was hältst du denn von meinem Lieblingscharakter? Die Göttliche. Weil die räumt immer komplett auf. Ich würde tatsächlich versuchen, die Challenge nochmal zu machen, aber mit der Göttlichen. Haben wir überhaupt Geld? Haben wir Geld? Wir haben 5000. Ja, dann gehen wir hier auf Schaden, ist das auf Maximum. Edelsteine. Ja, haben wir natürlich nichts. Und Haustier nehmen wir dann die dumme Eule. Und die tötet ein zufälliges Ziel sofort. Und gibt uns Fähigkeitengröße und Crit. Wir nehmen heute die Eule also. Okay. Wir haben so viel Seelen, ne? Das heißt, man könnte das ja theoretisch schon komplett einfach hier... hochbuschen, oder? 25.000, 25.000, 75.000 insgesamt. Für alle drei Sachen. Ja, weiß ich nicht, lohnt sich nicht. Am liebsten will ich das ja hier reinballern, ne? Ja, wir nehmen erstmal die Eule. Gut, Geld haben wir ausgegeben. Ja, dann nehmen wir die Göttliche, weil sie verliert vorübergehend die Kontrolle. Also wir können da nicht laufen, fügt aber allen Feinden auf dem Bildschirm plus 3 Grundschaden zu. Unbesiegbar sind wir währenddessen und für eine kurze Zeit danach. Also das ist mega gut. Und dazu hinterlässt eine Spur... Ja, das ist ja komplett doof, dann kommen wir ja gar nicht von A nach B. Beim Schubaufstieg darfst du eine Fähigkeit wählen bei plus 3. Eine Fertigkeit. Plus Bonus. Wenn du... Der Gesamtschaden, den du füge doppelten Schaden zu. Aber verlorene LP können auf keiner Weise, also auch Regeneration nicht. Bonuswürfel. Ist weniger präzise. Heißt das, ich laufe besoffen oder was? Dann nehmen wir den Händler, oder? Wir machen aber nur 50, würde ich sagen. Ja, damit wir wenigstens ein bisschen was kriegen. So. So. Nee, da. Nee, da nicht. Okay, so gut. So versuchen wir. Let's go. Maus weg. Pam! Wollen wir das Schwert? Nachahmt. Beschwöre eine Waffe, die deine Basisfertigkeit nachahmt, aber mit halben. Ohne Rückschlag, ohne Boni von einem Ort, merken wir nicht. Also macht er denn auch so, Fum? Ja. Hilfe!
Jawohl! Ah, das nehmen wir auf. Also kriegen die dann aber auch Doppel-Damage, wenn wir hier doppelt sowas hinmachen? Ja, später wahrscheinlich. Jetzt sterben die bei mir sowieso, deswegen glaube ich. Aber Bewegungsgeschwindigkeit, sehr gut. Oh, Lebensregeneration, sehr gut. Noch mehr Erfahrung, sehr gut. Wo ist meine Maus? Ich hab Angst. Ich hab so Angst. Ja, Flucht. Los, haut ab. Ich muss. Nee, aber das ist gut. Da kriegen wir hin. Da kriegen wir hin, aber die sind zu schnell bei mir. Deswegen würde ich sagen. Ich mach das vielleicht nicht so krass hoch. Vielleicht so nur. Die waren einfach zu schnell bei mir. Wams. Kretschern. Und. Fumm, ich hab gedacht, das ist gut. Wenn die bei mir sind. Also, ich krieg auch 3 Level, ne? Jedes Mal. Ich krieg nur 1 Level. Ich dachte, ich krieg 3 Level. Krieg ich nicht 3 Level? Dann lass doch nicht eben. Stimmt, die Eule macht ja jetzt 99.999 Schaden, ne? Ja, nachahmen. Die Bienen sind schon ein bisschen härter. Oder habe ich nur 3 Sachen weniger, aber dafür kriege ich halt einen Bonusrelikt. Aber lohnt sich dann so ein Bonusrelikt in dem Moment? Die müssen schön über den Schwarzen sterben. Deswegen müssen wir eigentlich nach rechts. Deswegen müssen wir eigentlich nach rechts, wo das ganze Schwarz auch ist. Verteidigung können wir auch gebrauchen. Ich hoffe, dass das mit der hier funktioniert. Ich meine, immerhin sind dann alle weg, ne? So, jetzt gehen wir hier unten hin. Nein, das will ich nicht, das will ich nicht. Das will ich nicht. So, hier am besten kämpfen, oder? Und dann kommt die ganze Erfahrung zu mir geflogen. Ja, einen zufälligen Blitz können wir auch nehmen. Duplicate. So, wenn irgendwas von oben kommt, da gibt es ein paar auf die Mitz. Duplicate. Wams, Wams, Wams. Die Dauer? Brauchen wir Dauer? Ja, die Dauer zum Beispiel von meinem Buff, ne?
Jetzt müssen wir erstmal auf den Kristall warten. Mehr Leben. Ich weiß, es ist so lame. Kettenblitz kann man auch nehmen. Habe ich das falsch verstanden? Also das muss ich mir am Ende nochmal geben. Mit dem Händler, was der Händler jetzt nochmal genau mit Unterschied macht. Ist das nur? Ich habe gedacht, du verzichtest, aber dafür kriegst du halt 3 Level. Also das wäre, nee, das wäre ja wahrscheinlich auch viel zu viel, ne? Dann würde ich ja jedes Mal 3 Level kriegen. In der Regel ist man ja so Level 70 und dann mal 3. Oh, ich bin schneller als meine Waffe. Aber so, das Ding ist da. Jetzt gehen wir da ganz schnell hin. Das Problem ist, dass... Ja. Der Kristall ist schon kaputt. Aber wenn der Boss gleich kommt, dann ist er tot, bevor ich in so einem Kreis stehe. Das ist das Problem. Das große Problem. Weil dann schaffe ich die Challenge ja nicht. Vor allem, warum ist das Ding so schnell kaputt gegangen? Was hat das Ding dann für eine Reichweite, sag mal? Ich komme auch einfach kaum vorwärts, ne? Okay, so. Bewegung zulassen, ja. Göttlicher Strahl. Ne, wir machen das mit der Bewegung. Dass ich währenddessen auch laufen kann. Dann werde ich nicht so aufgehalten. Okay, vielleicht sollte ich durch das Loch laufen. Immer nach oben. Ich meine, hier müssen wir so oder so auch lang. Ne? Also, das ist ja nicht. Und wo bleibt der Boss jetzt? Der müsste doch eigentlich kommen. Funken. Rotation verdoppelt. Würfel mal neu. Durchbohren. Ja, dann nehme ich das. Boss, bleib weg. Bleib bitte noch weg. Da ist er. Ja, der wird schon nicht in 2 Sekunden umfallen, oder? Traurig, wenn doch, aber. So. Ich meine, ich könnte auch einfach auf den Kristall verzichten und dann. Ja, der Kristall macht einfach zu krass Sachen, ne? Ach, hier, guck mal, das erste ist sogar schon. Das heißt, nur 2 und so fehlt. Jetzt kommen sie alle und... Und das Gute ist ja, dass wir währenddessen unsterblich sind. Das heißt... Schieße... Dann guck ich mal nach oben, ne? Oder eigentlich ja so nach unten, weil von unten kommen wir ja alle, aber der Boss kommt ja von unten. Oh oh. Ach komm schon. Warum tust du das? Mein Gott, du. Was ist der Händler? Betrag plus 3 für Waffenfähigkeit. Achso, meine Waffenfähigkeit ist dafür stärker. Hm.
Ich brauche mein Leben. Mein Gott, du, es kann doch nicht so schl... Ja. Vielleicht sollte ich erstmal hier unten bleiben. Ich kann ja im Moment eh nichts anderes machen. Ja, das bringt ja auch nichts, die können ja alle durch Wände laufen und so, ne? Wir müssen auf jeden Fall zu so einem engen Weg wieder gehen, damit ich auf jeden Fall die ganzen Erfahrungen hinkriege. Da. Sowas nehme ich nicht, dann nehme ich sowas. Mit Blickrichtung. Wir brauchen einfach was richtig Damage macht. Den Boss. Ohne dass ich ihn angucken muss. Mann, nicht mal die Eule hat es geschafft. Hat die Eule überhaupt den Boss angegriffen? Kann sie überhaupt den Boss angreifen? Oh, es explodiert. Will ich nicht. Das ist auch okay. Das ist auch okay. Auch okay. Nehmen wir lieber Crit. Mehr Leben. Ich brauche auf jeden Fall noch Schild. Verteidigung. Gattenblitz, auch okay. Verteidigung, jawohl, Schild. Das, also das Level ist auch wirklich hart, aber nur weil ich auch so einen Quatsch machen will, ne? Von wegen, ja, dass ich da drinnen stehen bleiben muss. Da ist der Kristall. Gut, gehen wir mal den Kristall holen. Gehen wir mal eben noch hier die Sachen einsnacken. Feuerball, auch wichtig. Größe. Da ist ein richtig festes Ding hier. Nochmal Größe. Da kann ich bitte Level 30 werden, dass ich währenddessen laufen kann. Aber warum war der Kristall vorhin so schnell kaputt? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Anscheinend erreiche ich ihn ja doch nicht. Aber jetzt geht er nicht kaputt. Mal die Maus weg, ne? War das eine gute Abkürzung? Ja. Da ist er. So. Wir wollen dabei laufen. War jetzt aber nicht ein Bonus belegt. Also klar war es. Aber ich hätte ja auch die Chance gehabt, sowieso zwei zu kriegen. Man.
selber. Vielleicht sollte ich mal vielleicht hier am besten so ein bisschen anschlagen, wenn man noch Movement hat. Und wenn er dann gut runter ist, dann dahin gehen. Weißt du? Okay, gehen wir mal da schon hin. Ich habe Angst, dass das stimmt. Aber ich glaube, das ist sowieso egal. Weil... das muss, glaube ich, Boss 2 und 3 sein. Und er zählt das als erster Boss. Jetzt kommen die Geister. Feuerball und magisches Geschoss und Größe. Wenn ich 15% mehr Leben nehme, ne? Also das hat nicht gezählt, das zählt nur beim zweiten Boss, okay. Okay, tschüss. Ja, Schlabberzungen. Waren die letzte Woche auch da? An die Schlabberzungen kann ich mich gar nicht erinnern. Achso, wegen dem bösen Kristall wahrscheinlich, ne? Ja, es ist ein Schlabberkristall. Ich habe auch nichts an Regeneration oder so, ne? Schlabberkristall. Die kommen und schlabbern. Wieder hier. Also die Geister kann man gut auf einen Haufen machen. Die Angriffsrate wird stattdessen vervierfacht. Ich brauche dann auch mal so langsam diese Zauber. Komm mal Leben. Wenn ich Leben nehme, werde ich immer geheilt. Das finde ich gut. Wo kommt denn der Damage auf einmal her? Ich kriege auch wieder Heilung. Da ein bisschen Heilung. Das brauche ich nicht. Dann lieber das. Das hatte ich ja auch gelegt, ne? Ja. Blitz brauche ich noch. Blitz, was von unten kommt. Da kommt Boss. Boss kommt. Let's go. Let's go, buddy. So, im Kreis rumlaufen. Oh shit. Unsterblich.
Kommt schon. Nein. Komm, stirb doch einfach. Nicht ich! Nicht ich! Scheiße. Was mache ich denn? Ich hätte gedacht, das ist der Charakter. Ich habe gedacht, das ist er, ne? Ich hatte auch keine Lebensregeneration, um mich mal hochzuheilen. Ich muss das halt so lange versuchen. Ja, vielleicht mit dem Kreuzritter. Ein Kreuzritter kann ich mir vielleicht noch vorstellen. Weil der hat auch nochmal eine extra Aura. Aber der ist ja schon gut, der räumt ja die Map auf. Also sie. Sie räumt doch schon die Map auf, ne? Höllenstrahl, auch immer gut. Guck mal, der hat noch keine Zacken. Ich will keine Energiewelle. Na. Ich will keine Energiewelle. Oh, Lebensregeneration, sehr gut. Endlich. Wie viel Leben habe ich denn? 1900. Ja, da ist 3 natürlich nicht so gut, ne? Oder nicht so viel. Entschuldigung, ja, muss auch mal. Muss da auch mal sein, ne? Für den ersten Boss muss ich da ja nicht mal hinlatschen, ne? Wir müssen ja nur den zweiten Boss da schaffen. Ja, und den dritten halt, ne? Noch mehr Regeneration. Jetzt haben wir 6. Haben wir 6 oder wie viel haben wir? 2, nee, 11. Wir haben 11. Oh ja, von Grund aus. Oh, nochmal 3. Jetzt haben wir 14. Ja, schon. Und nochmal 3. Das ist Glück. Ausweichen. Ausweichen haben wir schon 12. Ja, Nachahm. Zwar nur mit halbem Schaden, aber da haben wir jetzt Doppelding, ne? Ich hoffe, dass das was bringt, ne? Mein Boss und so. Fit. Oder allgemein bei Gegnern, die dann das doch überleben sollten. Nochmal Duplicate. Vielleicht sollte man auch einen Charakter nehmen. Einen Charakter nehmen zum Beispiel, also ein Haustier, wo Verteidigung oder Regeneration mit hochgeht, ne? Der macht zwar One-Hits, aber die machen wir ja sowieso. Beste. Falsch abgebogen. Ja, ja, auch hier rein. Na. Ich nehme das trotzdem. Oh.
Doppeln. Schrapnelldauer. Diese Schrapnell sind ja eigentlich so klein. So, jetzt. Ah, da kommt der Boss schon. Wir chillen jetzt hier. Der Boss ist uns ja noch egal. Guck mal, das ist so easy. Es geht ja. Es geht ja, wenn man das ja will. Wir sind ja voll, ne? 10 sofort ein Level. Ich frage mich, was da gesperrt ist, ne? Aber wir nehmen natürlich die Nacht. Das heißt, dass hier wieder chillen. Weil wir müssen ja jetzt also das Schwarze ist halt, ne? Damit Erfahrungen von alleine kommen. Aber die kommen irgendwie alle von hier unten. Boom. Wumsi. Ja, wegen den Geistern müssen wir im Kreis laufen. Das ist ja auch easy. Na, na, na. Geister weg. Kommen neue Geister. Und jetzt laufen wir wieder im Kreis. Weil die sich ja so verbinden. Da ist der Kristall. Kommen die Schlabberzungen nämlich wieder. Oh, da ist ein riesen Schlabber. Der hat auch ordentlich Damage gemacht. Aber die machen allgemein gut Damage. Okay. Stärker ist jetzt die Base-Waffe. Verteidigung. Da bringt man nicht so viel. Ein Verteidigung, das ist auch nichts. Ich ein Schaden weniger, oder was? Schneide von alleine. Ist das das Schwert, was ich habe? Ja. So, gleich kommt der zweite Boss. Mal gucken, ob wir ihn diesmal schaffen. Kann ja gar nicht so schwer sein, oder? Oder ist das so eng hier? Also zur Not haben wir da jetzt... ein Herz, um uns zu heilen. Ja, also hier oben ist es schon halt eng, ne? Wer schießen eigentlich diese komischen Löcher hier? Löcher. Diese Augen auf mich. Also das sind diese Magier. Die auch arschlange überleben übrigens. Guck mal, wie viele Magier hier sind. Das ist doch nicht normal.
Jetzt kommen hier Schweine von links und rechts. Meine Fans. Komm, jetzt stirb doch einfach. Okay. Jetzt tot. Hopp, 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 hopp. Komm schon. Ich darf den Kreis nicht verlassen. Okay, er ist aber tot. Der Goblin-König. Komm, ich nehme einfach mal die Boss-Fähigkeit. Was habe ich jetzt für eine Fähigkeit von ihm? Ich habe ihn gekriegt. Ach, hier, ich habe Schweine. Ich habe Schweine im Team. Ich habe Schweine im Team. Da von links und rechts. Schweineattacke. Böser Kristall. Wo? Da oben. Ich komme. Nach unten. Das heißt also erstmal hier wieder hoch. Ah, der Kristall ist jetzt aber wirklich arschweit weg, ey. Oh nein, ne? Ich schaff das nicht, ne? Och nö. Ein Herz. Komm schon, wir müssen doch nur noch einen Boss schaffen. Alter, wehe, der Charakter lohnt sich nicht, den wir dafür freischalten. Aber hier, ich hab Schweine im Team. Warum muss der Kristall auch ausgerechnet so weit weg sein, ne? Es ist zu viel. Es ist zu viel. Junge! Wie soll man das denn überleben? Mach weg den Kristall da! Okay. Muss ich noch eine Runde kommen. Leute, stirbt! Stirbt! Einfach sterben. Und du, blöder Kristall, geh auf! Los! Ja, danke. Okay. Rotation verdoppelt. Oder 6 Abpraller mehr. Ich nehme mal das. Mium. 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 Noch ein Kristall? Ach, leck mich doch. Noch ein Kristall. Nö. 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 Magnet. Ja, Flucht. Flucht ist gut. Okay, was haben wir? Beschwört einen Schutzengel, der für dich kämpft und Feinde in deiner Nähe mit erhöhter Rückschlagkraft und zweimal Grundschaden angreift. Menge erhöht stattdessen den Grundschaden um 1. Erhöht sich nicht mit der Größe. Projektilgeschwindigkeit erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Aber du schadet jetzt Gegner in einem Radius um dich herum und nicht mehr den gesamten Bildschirm. Und dieser Radius entspricht der Hälfte seiner Größe und kann nicht verändert werden. Aber dafür ist der Schaden mal 4.
Ich nehme die pure Glut. Oh nein, da ist der Boss. Der Boss darf doch noch nicht sterben. Ich muss weg vom Boss. Der Boss hat ordentlich Schaden gekriegt. Der ist so gut wie tot. Bitte stirb nicht. Er ist schon tot, ne? Ne, er ist rechts. Und links. Oh oh. Okay, er lebt noch. Schnell in meinen Kreis rein. So, jetzt. Jetzt kann er sterben. Ich bin da. Kann sterben. Die Geister nerven. Jetzt sterbe ich oder was? Wo ist HP erhöhen? Komm, gib mir HP. Da. Jetzt geht, ist er tot? Der Minotaurus ist tot, aber nicht da drinnen gestorben. Ich habe es nicht geschafft, da drinnen zu stehen, als er starb. Scheiße. Es, och Mann, es war so knapp. Es war doch so knapp. Verdammter Scheiß. Ich war ja auch da, aber wegen den Geistern musste ich die ganze Zeit rings rumlaufen und ich war da so gut wie tot. Und, das ist zu viel! Wo ist ein Spiel? Scheiße! Und das Level nicht mal geschafft, ne? Das Level nicht mal geschafft! Mann! Nur weil ich Schweine im Team hatte. Ich wette mit dir. Daran bin ich gestorben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lass ein Abo da. Achso, und wir können ja jetzt mal eben... Besiege den Minotaurus. Ja, den haben wir geschafft. Königlicher Garten. Das ist ein neues Level, glaube ich, ne? Kaufe ich mal. Ist das ein neues Level? Ja. Okay, dann machen wir nächstes Mal ein neues Level einfach. Oh Mann, vielleicht auch hier Verteidigung hochmachen, dass ich nicht so viel Schaden kriege, ne? Leben. Wie viele Edelsteine habe ich? Ah, da fehlen noch 6. Ja, gut, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Adieu. Tschüss.